Psycholinguistik ist an der Sprachverarbeitung im Gehirn interessiert. Das bedeutet, uns interessiert, wie Sprache produziert wird, wie die verstanden wird, aber nicht nur in dem System, also wie die Grammatik tickt, sondern was macht das Gehirn der Mensch, um Sprache leben zu können. Wenn man sich das als Laie vorstellt, denkt man, naja, das mache ich halt die ganze Zeit, das ist selbstverständlich. Die Prozesse, aber die ja hochautomatisiert und unbewusst ablaufen, sind extrem komplex und auch zum Teil sehr vulnerabel. Und das in allen Lebensphasen. Ob jetzt schon pränatal im Bauch, wenn ein Kind entsteht, oder kurz nach der Geburt. Ob jetzt im Erwerb, also Erstspracherwerb, Zweitspracherwerb, Fremdspracherwerb. Ob später im Leben im Jugendalter oder im Erwachsenenalter und auch im Hinblick auf späte Lebensphase, wo auch Sprache an sich verloren gehen kann, entweder einfach als Alterserscheinung oder aber aufgrund einer Sprachstörung. Das ist der Bereich der Sprachpathologie. Und ich finde das sehr spannend, dass wir in der Psycholinguistik uns die Prozesse anschauen. Wir sind international aufgestellt. Das Team aus unterschiedlichen Herkunftsländern mit unterschiedlichem Hintergrund, unterschiedlichen Sprachen, verbindet tatsächlich ein tiefes Interesse an den psycholinguistischen Fragestellungen und Streben nach Erkenntnis, würde ich so fast philosophisch sagen. Wir wollen einfach wissen, wie es ist. Jak si dítě osvojuje jazykový pohled na svět svého rodného jazyka? Welche kognitiven Vorteile bringt Mehrsprachigkeit mit sich? Как влияет билингвализм или языковая компетенция в том или другом языке на восприятие окружающего мира? Mehrsprachigkeit und der sozioökonomische Status. Wie beeinflussen sie die kognitive Entwicklung von Kindern? Rein rechnerisch gibt es etwa 3000, vielleicht auch 4000 Sprachen auf der Welt und etwa auch relativ großzügig geschätzt 200 Staaten. Wenn man das global betrachtet, ist sicherlich Zweisprachigkeit bzw. auch Mehrsprachigkeit die Normalität. Mich bewegt das schon zu sehen oder zu verstehen, zu erforschen, wie so ein mehrsprachiges Gehirn tickt, da ich wirklich fest der Überzeugung bin, dass, deswegen bin ich auch Linguistin geworden, dass Sprache nicht nur in der Verarbeitung total spannend ist, sondern das ist ein Mittel der echten Demokratie. Sprache gehört uns allen und wir können sie auch nutzen, wie wir meinen und wie wir glauben und wie es uns gefällt. Und deswegen bin ich für Varietät, Diversität und nicht für Norm. Ich bin an die TU Dortmund im August 2015 berufen worden und das Fach Psycholinguistik gab es nicht. Und somit habe ich zwar hier die Räumlichkeiten bekommen, aber es war eher so eine Rumpelkammer. Und mein Team und ich haben daraus hier diese wunderschönen Labore, die schalldicht sind, die abgeschirmt sind, neu ausgestattet. Wir haben drei Labore hier. Das erste Labor ist so eine klassische Ausstattung. Das ist ein Reaktionszeitslabor. Also das ist der Klassiker. Das ist noch nichts Besonderes, aber so eine Grundausstattung. Darüber hinaus haben wir ein sehr gut ausgestattetes Eye-Tracking-Labor. Eye-Tracking ist eine sehr präzise Methode. Während einer Aufgabe werden die Augenbewegungen gemessen. So, wir beginnen jetzt die Kalibrierung. Das bedeutet, du solltest jetzt einen Punkt sehen. Ja. Und diesen fixierst du bitte mit deinen Augen. Und wenn er sich bewegt, befolgst du den mit deinen Augen. Es werden mit Hilfe der infraroten Strahlen die Augen erfasst und dann verfolgt. Der Grad der visuellen Aufmerksamkeit, also wohin ich gucke, wie lange und wie oft, spiegelt wieder, wie sehr ich mich kognitiv mit dem Ausschnitt aus dem Bild, Video und so weiter befasse. Und das erlaubt auch Rückschlüsse nicht nur auf die visuelle Aufmerksamkeit, sondern auf tatsächlich die zugrunde liegende Wahrnehmung. Sprachliche Strukturen ermöglichen kognitive Prozesse. Was hat das für Konsequenzen für die Vereinfachung von Sprache in der Schule?
Mich interessiert, welche Strategien Hochbegabte beim Problemlösen in mathematischen und linguistischen Aufgabenstellungen anwenden. Lassen sich mit Eye-Tracking vielleicht sogar versteckte Talente aufdecken? Wir haben hier ein sehr gut ausgestattetes stationäres Eye-Tracking-Labor, aber weil wir auch im Feld arbeiten, ob in der Schule oder aber in dem Alzheimer-Projekt auch in unterschiedlichen Einrichtungen, haben wir mehrere mobile Geräte, die das Team, meine Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, aber auch Studierende mitnehmen und mit denen dann tatsächlich vor Ort aufnehmen können. Wir interessieren uns für den Bereich der Sprachpathologie. Welche prosodischen Merkmale weisen Narrationen von Kindern mit William-Beuren-Syndrom auf? Wie hängen die Sprachverarbeitung und die visuell-räumliche Wahrnehmung bei Alzheimer-Demenz zusammen? Und welche Parallelen lassen sich zwischen den Fähigkeiten bei Patienten mit Alzheimer und Aphasie erkennen? Das dritte Labor, das ist das EEG. EEG steht für Elektroenzephalogramm. Hier ist die Idee, dass das Gehirn tatsächlich in unterschiedlichen Phasen, auch bei unterschiedlichen Aufgaben, Wellen produziert. Und diese Wellen, die kann man mit diesem EEG sehr gut messen. Für die Psycholinguistik gibt es neben diesen Wellen die sogenannten ereigniskorrelierten Potenziale. Und diese EKPs kann man sich in der Forschung zunutze machen. Bei Eye-Tracking kann ich sehen, dass da jemand kognitiv aufmerksam ist, dass ihn etwas interessiert. Aber ich weiß nichts über den zeitlichen Verlauf und ich weiß nicht wirklich, warum. Das EEG beantwortet oder kann genau diese Fragen beantworten. Wie beeinflusst die Sprache, die ich spreche, meine Wahrnehmung der Welt? Mich interessiert, was im Gehirn passiert, wenn Sprache verarbeitet wird. Also wie kann die Rezeption von Sprache mittels EEG dargestellt werden? Ja, wir haben verschiedene Technologien unterschiedlicher Hersteller im Einsatz. Das sind die Eye-Tracking-Systeme, das ist ein EEG-System für die Gehirnaktivitäten zu messen. Wir haben die 3D-Umgebungen für Virtual Reality und Reaktionszeit-Equipment. Und diese Geräte erzeugen alle unterschiedliche Datenströme, die in einem Experiment aufgenommen werden. Jetzt ist die Frage, wie bringt man das alles im Experiment zusammen, synchronisiert ist. Und das immer in Bezug auf die Fragestellung, die der jeweilige Wissenschaftler, die Wissenschaftlerin hat, die sie erforschen möchte. Ein weiteres wichtiges Thema ist die Erforschung der Raumwahrnehmung. Da kommen wir hier im Team aus der linguistischen Relativitätstheorie, dass quasi nichts universell ist, dass alles, was der Mensch macht, bestimmte Abhängigkeiten aufweist. Und diese sind sprachspezifisch. Also im Sinne von Wilhelm von Humboldt beispielsweise könnte man sagen, dass mit jeder Sprache eine bestimmte Weltsicht, Weltansicht kommt. Das ist eine alte Hypothese, ein alter Gedanke. Und was wir hier zum Beispiel in dem Experimentellen eben zeigen können, dass das wirklich empirisch nachweisbar ist. Es gibt klare Evidenz, dass Raumwahrnehmung nicht universell ist, sondern je nach Grammatik bestimmter Sprachgruppen, Sprachfamilie, unterschiedliche Systeme genutzt werden. Und die Kooperation mit der Fakultät für Architektur hier an der TU Dortmund ist, wie sich andere Expertise als Sprache auf die Raumwahrnehmung auswirkt. Wie nehmen wir den gebauten Raum wahr und welche Aspekte steuern dabei unsere Aufmerksamkeit? Das interessiert mich in meiner Forschung über Architektur. ¿Cómo gestiona el cerebro distintas habilidades cognitivas que tienen que ver con el idioma o con la profesión cuando estas pueden ser contradictorias entre sí? Was mich bewegt und wissenschaftlich interessiert, ist die Frage, wann zum Beispiel die Erkenntnisse aus der Grundlagenforschung zur Raumwahrnehmung Eingang in die angewandte Architektur finden. Und auch in diesem Zusammenhang testen wir jetzt neue Methode,
und zwar virtuelle Realität, Virtual Reality. Und da bauen wir uns momentan 3D-Räume zusammen, wo wir die Erkenntnisse aus dem 2D-Paradigma am Eye-Tracking eben im 3D wiederholen wollen. Nochmal testen wollen, was da passiert. Und diese Erkenntnisse könnten dramatische Konsequenzen für die angewandte Architektur haben. Wie können wir Virtual Reality nutzen, um Raumwahrnehmung zu erforschen? Ich habe selbst den Anspruch an mich und dann auch an mein Team, dass wir an dem dranbleiben, was wirklich ist. Man kann Theorien formulieren, Hypothesen, man kann Beobachtungen machen, aber letzten Endes, wenn ich etwas Allgemeines oder Allgemeineres aussagen möchte, muss ich es empirisch überprüfen. Die Daten lügen nicht. Man muss dann eventuell Theorien verwerfen, man muss die vielleicht neu formulieren, nachjustieren. Und das bedeutet schon viel Flexibilität, viel Offenheit, auch viel Zeit. Es ist selten der Fall, eigentlich nie, dass man sagt, jetzt weiß ich es, jetzt ist alles gelöst. Aber genau das, finde ich, macht Wissenschaft lebendig und zu einer Leidenschaft. Wie beeinflusst der sozioökonomische Status den Schriftspracherwerb von Kindern? Was sind die Vor- und Nachteile verschiedener Sprachinputs durch Eltern beim Mehrspracherwerb von Kindern? Was haben Sprachen eigentlich mit Kreativität zu tun? Eröffnen verschiedene Sprachen auch verschiedene gedankliche Räume? Ich möchte alle einladen, eigene Schwelle zu erkennen und über die hinauszugehen. Ich möchte dazu einladen, Vorurteile mit wissenschaftlichen Erkenntnissen zu ersetzen. Und dabei zu lernen, dass die eigene Perspektive nicht die einzige ist. Bitte meine Wasserflasche holen. Welche ist denn deine? Ja, so eine aus Blech. Okay, also die links neben dem Wasserkocher. Hä? Meinst du nicht eher vor dem Wasserkocher? Wieso denn davor? Meinst du nicht eher östlich von dem Wasserkocher? Barbara? Ja, halt. Meine, die mit dem runden Verschluss. Ah, okay. Sag ich doch.